Gott sucht dich. Gott, wir als Menschen sind ein religiöses Wesen. Wir wissen, dass irgendwo, weit entfernt nach, irgendwo über uns es jemanden gibt. Und interessanterweise sind wir daran interessiert, ihm irgendwie zu gefallen. Eine gute Beziehung zu ihm zu haben. Wir begegnen diesem Bewusstsein überall auf der Welt. Überall. In allen Menschen. In allen Ideologien, in allen Glaubensformen. Unabhängig davon, ob es eine monotheistische Religion ist, wie das Christentum, das Judentum, der Islam, oder eine polytheistische Religion, wo es ganz viele Götter oder Gottheiten gibt. Der Mensch hat dieses Bewusstsein, dass es irgendwo, irgendwie, irgendjemand gibt. Und je nach diesem Gottesbild machen wir uns verschiedene Gedanken darüber. Gehen wir so oder so damit um? Einerseits versuchen wir, wenn es denn diesen Gott gibt, ihm irgendwie zu gefallen. Wir sind sogar bereit, Opfer zu bringen, Verzicht und so weiter auf uns zu nehmen, um irgendwie in seine Gunst zu kommen. Aber in der westlichen Welt ist es so, dass die Anzahl der Menschen, die eine persönliche Dimension in diesem Gottesglauben suchen oder erfahren, stark abnimmt. Tendenziell sind wir so unterwegs, dass wir Gott nicht mehr als wichtig, nicht mehr als relevant betrachten. Wir leben unser Leben, wie wenn es ihn nicht gäbe. Und wenn überhaupt, dann sollte dieser Gott dort bleiben, wo er ist. Ja, es soll mich nichts angehen und ich lebe mein Leben nach meinen Maßstäben, nach bestem Wissen und Gewissen. In einem Buch, das ich gelesen habe vor kurzem, Liebe total, geschrieben von einem homosexuellen Aktivisten, der Christ wurde und jetzt enthaltsam lebt, er schreibt, gleichzeitig gibt es einige, die so richtig mit Gott kämpfen, die um ihn wissen, sich aber gegen ihn auflehnen. Das ist autobiografisch etwas von diesem Verfasser drin. Die lästern, fluchen und Gott verleugnen, die ihn verhöhnen und sich gar zu seinem Richter aufspielen. Und dann dieser Satz, das hat mich angesprochen. Gepackt von Schmerz und doch voller Religion, Rebellion gegen den Gott, der sie davon heilen könnte, wenn sie ihn nur ließen. Zitat aus diesem Buch. Also man spürt irgendwo, weiß der Mensch um Gott. Und trotzdem diese Tendenz, die ist da. Wir nehmen Abschied von den Institutionen, die wir mit Religion zusammenbringen. Und trotzdem boomt alles, was mit Spiritualität zu tun hat. Yoga, Meditation, ganz viele Formen von ja, sich versenken, sich beschäftigen, sich ausklinken von Aktivitäten, zeigen, dass wir eigentlich spirituelle Wesen sind. Aber wir finden uns nicht mehr, der moderne Mensch findet sich nicht mehr zu Hause in den institutionalisierten Religionen oder in den traditionell geführten Glaubensgemeinschaften. Und so sind die meisten Menschen, die sich heute als religiös bezeichnen, nicht imstande, einen Gott zu definieren. Sie könnten ihn nicht beschreiben. Sie könnten nicht etwas Konkretes über ihn aussagen. Trotzdem wollen sie ihn nicht aus ihrem Leben streichen. Sie wollen irgendwo doch noch einen transzendenten Halt. Das heißt, einen Halt, der über das Sichtbare hinausgeht. Man weiß ja nie, so als Lebensversicherung. Ja, damit das klar wird, manchmal haben wir vielleicht solche Gefühle. Wir sind fasziniert von vielen Aspekten im Leben, die wir wissenschaftlich nicht erklären können.
Auch die ganze Frage nach dem Ursprung des Lebens, nicht nach der Schöpfung, des Lebens, ja, zum Beispiel. Und wir fühlen uns manchmal vielleicht Teil von diesem nicht definierten Ganzen, irgendwo in Raum und Zeit, weil wir eben spirituelle Wesen sind. Hier ein Zitat von Michael Ebert. Er hat gesagt, er unterrichtet an der Katholischen Hochschule in Freiburg, Spiritualität hat Frömmigkeit. Frömmigkeit ist etwas Persönliches, etwas, das mit mir zu tun hat. Hat Frömmigkeit und schließlich auch Religiosität abgelöst und steht immer weniger für eine spezifisch christliche Glaubenshaltung, zumal es immer weniger der personale christliche Gott ist, der als Quelle des Lebensgeheimnisses geglaubt wird. Er beschreibt diese Tendenz heute. Und wir wissen, im säkularen Rechtsstaat kann jeder nach seiner Fassung gläubig werden. Wir kennen vielleicht diesen Satz. Und wir wissen auch, dass die Kirchenaustritte bei den in der katholischen Kirche, in den protestantischen Kirchen massiv zunehmen und bei weitem die Neueintritte überwiegen. Der Mensch nimmt Abstand von dem, was Gott ist. Traditionelle Gottesdienste sind immer schlechter besucht. Die Kirchen verlieren an Mitglieder und so weiter. Interessant ist diese Umfrage. 2014 haben 2/3 aller Deutschen laut einer Umfrage noch an Gott geglaubt, 2014. Damals waren es in den USA noch 90%, 2014. Zahlen, die rapide sinken. Aber an welchen Gott? An welche Form von Gott? Und warum soll man an Gott glauben? Einige weitere Zitate. Ich habe mich selbst überrascht, das nochmal zu entdecken. Ich war früher mal Physiklaborant, habe an der ETH Zürich arbeiten können, es war sehr interessant. Und ich habe dieses Zitat von einem Prominenten, würde ich mal sagen, gefunden, von Charles Darwin. Er war ein britischer Naturforscher und hat eigentlich die Evolutionstheorie begründet, die Weiterentwicklung der Spezien. Und er hat gesagt, ich glaube, dass die Entwicklungstheorie absolut versöhnlich ist mit dem Glauben an Gott. Dieser Satz hat mich stutzig gemacht. Warum? Und jetzt kommt die Begründung. Die Unmöglichkeit des Beweisens und Begreifens, dass das großartige, über alle Maßen herrliche Weltall, ebenso wie der Mensch, zufällig geworden ist, scheint mir das Hauptargument für die Existenz Gottes. Das ist das Gleiche, was wir vorher gesehen haben. Irgendwo ist in dem großen Ganzen auch noch Platz für mehr als nur für mich. Und wir würden jetzt denken, dass Charles Darwin eher atheistische Positionen vertreten würde. Aber das ist ganz interessant. Ein Nobelpreisträger für Physik, Werner Heisenberg, hat gesagt, die schwindelerregenden Erkenntnisse der Physik und Chemie über Mikro- und Makrokosmos haben bei vielen Wissenschaftlern den Glauben an eine letzte göttliche Kraft im Universum nicht verringert, sondern noch verstärkt. Und er hat gesagt, der erste Schluck aus dem Becher der Wissenschaft führt zum Atheismus. Ich habe zuerst Gott nicht nötig für Erklärungen. Aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott. Und er war ein Nobelpreisträger, es war nicht irgendein Physiklaborant, der irgendwo in einem Labor gearbeitet hat, sondern ein namhafter Wissenschaftler. Einen anderen Mann, den wir vielleicht kennen, der Autor des Buches «Pardon, ich bin Christ», englischer Literaturprofessor, er hat das folgendermaßen gesagt. Wenn ich in meinem Inneren ein Verlangen verspüre, das durch kein
Erlebnis in dieser Welt befriedigt werden kann, durch keines, dann ist die wahrscheinlichste Erklärung dafür die, dass ich für eine andere Welt gemacht bin. Er war der Verfasser der Chroniken von Narnia. Vielleicht haben wir Bücher gelesen, Filme gesehen. Also auch jemand, der wirklich auch in der literarischen Welt anerkannt ist. Interessant, dass dieser homosexuelle Aktivist, ex-aktiv, jetzt Christ, genau auch diese Aussage von Charles Lewis zitiert in seinem Buch. Es hat ihn angesprochen auf seiner Suche nach dem tiefen Frieden. Ein weiteres Zitat, Blaise Pascal, er war ein scharfsinniger französischer Theologe, aber auch Mathematiker, Physiker und christlicher Philosoph. Er hat gesagt, gibt es Gott nicht, dann hat der Glaube an ihn nicht geschadet. Gibt es ihn nicht, war es richtig, an ihn zu glauben. Denn es hat mir ja nur etwas gebracht. Also relativ egoistisch. Aber seine Schlussfolgerung ist sehr, sehr interessant. Also, viele Menschen haben heute einen persönlichen Bezug, wenn dann überhaupt, zu Gott verloren. Zu einem persönlichen Gott verloren. Vielleicht sogar schon vergessen. Ein Pfarrer in der DDR, der hat gesagt, nachdem die Deutsche Demokratische Republik zusammengebrochen ist, die Mauer eingefallen ist, hat er gesagt, wir haben Gott vergessen. Und wir haben vergessen, dass wir ihn vergessen haben. Er existiert nicht mehr in unserem Denken, in unserem Alltag. Aus dem persönlichen oder erfahrbaren Gott als Person ist vielleicht ein Prinzip geblieben. Etwas, das wir irgendwo noch so rumschwirren haben, vielleicht ihm in der Natur begegnen und so weiter, wenn überhaupt. Und ich weiß, Gott ist nach rein wissenschaftlichen Kriterien nicht beweisbar. Warum sagen wir dann, Gott sucht dich? Warum setzen wir dann voraus, dass Gott da ist, dass es ihn gibt? Schon in den ersten Worten der Bibel sehen wir, dass Gott eine Person ist. Jemand, der ein Gegenüber suchte und deshalb die Geschöpfe, uns Menschen, neben anderen Geschöpfen, geschaffen hat, um Gemeinschaft, um eine Beziehung haben zu können, mit jemandem, mit dem er gerne zusammen sein will. Gott sucht dich. Er möchte gerne mit den Menschen zusammen sein. Und die zuerst erschaffenen Menschen, Adam und Eva, waren mit Gott zusammen. Wir können uns das nicht mehr vorstellen. Es gab nichts Trennendes, es gab nichts Hindernis, es gab nichts, das zu Missverständnissen Anlass gegeben hätte. Es war einfach eine transparente Beziehung auf Augenhöhe. Diese Harmonie ist zerbrochen. Da ist etwas Schlimmes passiert, das sie damals nicht wussten, aber diese Harmonie zerbrach abrupt, als Adam und Eva ungehorsam wurden, aus dieser Beziehung raus wollten. Bis jetzt hatten Adam und Eva gemerkt, Gott sorgt sich um alle ihre Bedürfnisse, Grundbedürfnisse wie Nahrung, Essen, Kleidung und so weiter, aber auch über das Beziehung nach Gemeinschaft. Wir brauchen Gemeinschaft. Auch das Bedürfnis nach Beziehung zu meinem Nächsten. Auch das Bedürfnis nach Beziehung zum anderen Geschlecht war hundertprozentig abgedeckt. Und das Bedürfnis nach Beziehung zu Gott. Gott hat das alles sinnerfüllend geschenkt und ohne Schatten, ohne Scham, ohne irgendwelche Komplikationen gewirkt. Aber es begann dieser Bruch, als in ihrem Herzen
irgendwo ein Zweifel ein zu Gott ist vielleicht nicht ganz gut, nicht genügend gut für uns, wenn er eine Linie zieht und sagt, hier ist es okay und dort drüben ist es schädlich. Das Gute, das Böse, das Erkennen, das Verstehen, dass es eine Linie gibt. Und wir lesen in der Bibel, dass dadurch eine, wie eine gesteigerte Form der Wünsche aufkam in Eva und in Adam. Ich lese aus 1. Mose 3, Vers 6. Denn es gab da einen Baum. Und dieser Baum war nicht ein Apfelbaum. Und da oben hat sich eine Schlange versteckt, die plötzlich sprechen konnte. Sondern dieser Baum war ein, ich würde mal sagen, der Baum des Lebens. Und wenn man von dieser Frucht aß, merkte man, weil es nicht Gottes Willen war, merkte man, was es heißt, eine Grenze zu übertreten. Vers 6, die Frau sah, die Früchte waren so frisch, so lecker, so verlockend. Und sie würden sie klug machen. Sie haben gemeint, dass diese Erkenntnis eine Erkenntniserweiterung wäre und sie klug machen würden, aus dem guten Sinne. Hingegen hat Gott sie davor gewarnt. Also nahm sie eine Frucht, biss hinein und gab auch ihrem Mann davon. Da aß auch er von der Frucht. Und jetzt passiert etwas Trauriges. In diesem Moment haben sie es gecheckt, gingen ihre Augen auf. Haben sie gemerkt, diese Linie, die Gott dort gezogen hat, die war zu unserem Schutz, die war zu unserem Wohl. Und die hätten sie nicht übertreten sollen. Sie ließen sich überschwatzen, überreden. Sie ließen sich hineinziehen in eine Handlung, vor der Gott sie eigentlich bewahren wollte. Und nach dieser Täuschung kam die Erkenntnis. Aber es war eine Erkenntnis, die furchtbar war. Es war nämlich die Erkenntnis, dass wir über eine Grenze geschritten sind. Ich würde mal sagen, in ein Gebiet, in eine Zone, in eine Wirklichkeit hinein, die verflucht ist, wo Gott nicht mehr Ja sagen konnte. Sie haben das in sie gesetzte Vertrauen missbraucht, indem sie diese Zweifel an Gottes Güte zuließen und ganz bewusst das Gehörte ist nicht von diesem Baum ablehnt. Sie haben also der Wahrheit Gottes misstraut und bewusst und willentlich sich entschieden, die ihnen von Gott gesetzte Grenze zu übertreten. Es war kein Spiel, es war kein Spaß. Auf der anderen Seite dieser Linie war das Böse. Und das hebräische Wort heißt Ra. Und das heißt eigentlich nicht als schlecht, als schädlich. Auf der anderen Seite war das Schädliche, war das, was ihnen nicht gut tat. Und diese ganze harmonische Gemeinschaft, die sie vorher hatte, die war kaputt. Plötzlich war da etwas da. Die war verloren. Der Mensch stand von dem Moment an mit einem Fuß auf der Seite des Bösen. Irgendetwas ist kaputt gegangen, ist zerbrochen. Und zusammen mit diesem Erkennen kommt Scham, kommt Angst, kommt das sich verstecken wollen, kommt das schlechte Gewissen, kommt die Unruhe. Und diese bisher ungetrübte Beziehung zu Gott war kaputt. Sie war nicht mehr möglich, aber sie war getrübt, sie war schwierig. Diese Erkenntnis ist und bleibt furchtbar. Und genau jetzt kommt unser Thema wirklich ins Spiel. Gott sucht dich, denn du bist ihm immer noch wichtig, trotzdem, trotz allem. Gott suchte Adam und Eva. Wir können später lesen, wie Vers 9. Gott, der Herr, ging durch den Garten. Sie haben sich versteckt, weil sie spürten, jetzt werden wir zusammen reden. Und Gott, der Herr, rief Adam.
Mensch, bedeutet Mensch dieses Wort Adam. Wo bist du? Gott sucht dich, Adam. Wo bist du? Dieser antwortete, als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott der Herr. Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Und schon beginnt es. Die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast, gab mir die Frucht. Und deshalb habe ich davon gegessen. Da fragte Gott der Herr die Frau, was hast denn du getan? Die Schlange verleitete mich dazu. Deshalb aß ich von der Frucht. Und so weiter. Wir sehen, etwas ist kaputt gegangen. Schuldzuweisung, keine Übernahme von Verantwortung. Und das schlechte Gewissen, das Wissen, ich habe auch jetzt das Böse irgendwie in mir zugelassen, das ist das Geheimnis dafür, dass es uns heute so geht, wie es geht. Dass wir egoistisch, selbstverliebt, böse, oberflächlich gleichgültig den Bedürfnissen anderen gegenüber unterwegs sind, weil es nur noch um uns geht. Aus Angst, wir könnten zu kurz kommen, es könnte uns an etwas mangeln und so weiter. Aber es lag jetzt alles an Gott weiterhin, diese Beziehung zu Adam und Eva, trotz ihrem Ungehorsam, nicht aufzugeben. Dafür zu kämpfen, dass diese Beziehung irgendwie mit all den Konsequenzen erhalten bleiben möge. Und es ist interessant, Vers 10, diese Aussage, ich hatte Angst, weil ich nackt bin, folgt der Aussage in Vers 7, sie flochten sich Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschürze. Also sie versuchten, etwas zu verstecken. Was Gott geschaffen hatte, was gut war, versuchten sie zu verstecken und versuchten, so Gott gegenüber zu treten. Und dann passiert etwas ganz Interessantes. Gott selber schlachtet ein Tier. Das erste Mal, dass vermutlich überhaupt ein Tier geschlachtet werden musste. Und er nimmt das Fell dieses Tieres, dieses unschuldigen Tieres, damit die verlorene Unschuld von Adam und Eva bedeckt werden würde. Gott selber greift zur Lösung. Und hier können wir sagen, hier startet die Geschichte. Du bist Gott wichtig. Gott sucht dich. Er ist so sehr an dir interessiert, dass er heute Abend hier ist und dich sucht. Es ist interessant, dass wir, wenn wir zu uns zurückkommen, seit Adam und Eva leben wir in dieser Spannung zwischen Gut und Böse, zwischen Frieden und Unfrieden in unserem Herzen. Wir wissen um unsere Defizite und trotzdem sehnen wir uns nach Vollkommenheit, nach etwas, das man genießen kann, wo wir angstfrei leben dürfen. Wir sehnen uns nach dem Guten, fallen immer wieder ins Böse. Das ist so seit Adam und Eva. Wir wollen wertschätzend, geduldig, liebevoll miteinander umgehen, ob das jetzt Frau oder Kinder sind oder wer auch immer. Und dann werden wir wieder ungeduldig und dann erinnern wir uns an etwas anderes, das schon mal vorgefallen ist, an etwas Negatives und wir... Wie sagt man auf Deutsch? Wir explodieren, wir reagieren unschön, wir machen einander Vorhaltungen, wir werden böse. Ja, wir werden enttäuscht, aber wir enttäuschen auch selber. Wir sind in dieser Spannung drin. Paulus hat gesagt in Römer 7, 19, das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Ich, elender Mensch, wer wird mich davon erlösen? Diese Spannung ist zutiefst menschlich und ist furchtbar. Aber jeder Mensch wird geboren und hat schon einen Fuß dort, auf der anderen Seite der Grenze.
Gleichzeitig ist genau dieses Leiden an mir selber, an uns selber und das damit verbundene Verlangen nach Vollkommenheit, nach dem Guten, nach dem Schönen, nach der Kraft, die das Böse besiegt, was wir ja nicht erleben im Alltag, mal ja, mal nicht. All dieses Sehnen wird genährt durch unser Leiden. Wir wollen Wiederherstellung, wir wollen heil werden, trotz diesem Fluch, der auf unserem Leben lebt. Es gibt verschiedene Leute, die dazu geforscht, studiert haben. Einer dieser Männer, die schon lange gelebt haben, ist Augustinus. Er hat in seinen Bekenntnissen geschrieben: Geschaffen hast du uns auf dich hin, o Herr. Und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Der König Salomo hat gesagt, Gott hat das Wissen um die Ewigkeit in unser Herz, vielleicht in unseren Sinn hineingelegt. Wir wissen, es gibt etwas, es gibt diesen Gott. Ja? Wie kommen wir zu ihm? Zum Glück müssen wir nicht selber das lösen, sondern hat Gott das gelöst. Und du kannst jung, gesund, stark sein, erfolgreich sein, materiell wohlstehen und so weiter. Auch in der Gesellschaft eine soziale Stellung haben, die bemerkenswert ist. Wir haben einen Sohn, der war mal Mr. Schweiz. Und ich freue mich, dass in dieser Zeit ganz stark auch bestätigt hat, nicht das, was andere von mir denken, ist wichtig, sondern dass ich Frieden habe im Herzen. Und Gott hat ihn bewahrt damals in dieser nicht einfachen Zeit. Aber du kannst auch berühmt sein. Aber die Unruhe in deinem Herzen wird sich immer melden. Immer wieder. Du kannst nicht dich selbst davon befreien. Natürlich macht diese Welt viele Angebote, viele Vorschläge für ein scheinbar erfülltes und sinnvolles Leben. Und nicht alles in dieser Welt ist schlecht oder falsch, Achtung. Aber eben, die Welt arbeitet mit unserem Verlangen, mit unserem Sehnen. Wir wollen Ziele erreichen, wir wollen über Ausbildung, über Opfer und so weiter unseren Kontext so verändern, dass es uns möglichst wohl ist. Legitim, verständlich. Aber auch die Werbung spielt damit. Die Werbung, wenn wir in die Werbung schauen, ich habe vor mir jetzt einen Clip von der Credit Suisse. Da haben sie einen Clip gemacht mit der Frage, worum geht es im Leben? Und da machen sie Antworten. Geht es um die heile Welt, heile Familie, um gute, gleichgesinnte Freunde, um das Investieren in eine bessere Welt, um das Investieren in das eigene Leben? Geht es um das Jetzt, genau dort, wo die Werbung ansetzt? Ja. Sofort so viel Genuss oder Erfolg wie möglich. Geht es um das Jetzt oder um später? Und dann geht der Clip so zu Ende. Genau darum geht es. Und dann wird ganz kurz eingeblendet Credit Suisse Private Banking. Versteht ihr? Hier wird eine Fährte gelegt. Du kannst haben, was du willst. Darum geht es im Leben. Die Werbung versteht es ausgezeichnet, mit unseren Sehnsüchten zu spielen. Aber kann sie unsere Sehnsucht stillen? Oder alles, was über die Werbung angeboten wird? Nein. Kann sie nicht. Nochmal, was suchst du? Ja, und ich sage nochmal, es gibt viel Schönes, viel Beglückendes in dieser Welt. Es gibt wertvolle Beziehung. Und es ist wichtig und legitim, auch in dieser Welt bewusst und fröhlich und sinnerfüllt, möglichst sinnerfüllt leben zu können. Das ist okay. Ich denke an echte Freundschaften, ich denke an liebevolle Beziehungen in Familie, Gemeinde und unter Kollegen und so weiter. Auch eine berufliche Tätigkeit kann Erfüllung bringen. Auch eine Reise an einen wunderschönen Ort kann Erfüllung bringen. Auch ein tolles Essen zusammen mit Menschen, die man lieb hat, ist ein Highlight. Das weiß ich.
Aber auch dahinter ist immer wieder noch das Verlangen, dazugehören zu wollen, dabei sein, nicht ausgeschlossen zu sein. Und dieses letzte Stillen dieses Verlangen ist wirklich hier in dieser Antwort. Geschaffen hast du uns auf dich hin, o Herr, und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet. Solange wir nicht diese Ruhe in Gott finden, bleiben wir Suchende. Unabhängig davon, wie es uns geht, wir bleiben Suchende. Kann Gott, der Heilige, der Vollkommene, mit uns überhaupt zusammen sein? Kann er überhaupt mit uns Gemeinschaft haben? Kann er das? Kann Öl und Wasser sich vermischen? Nein. Kann das Gute und das Böse zu einem Kompromiss kommen? Nein. Gott kann das nicht. Und wenn wir aus diesem ewigen Kreislauf des Guten und des Bösen heraus wollen, dann müssen wir die Lösung annehmen, die Gott uns bietet. Da müssen wir uns verabschieden von der Herrschaft des Bösen, denn es geht um eine Herrschaft des Bösen, und hineinkommen in die Herrschaft des Guten, in die Herrschaft, wo Gott, der Gute, dem Schöpfer des Gutes, unser Leben segnet. Wir müssen uns ihm anvertrauen. Und jetzt, mich hat es gefreut, als Samuel gesagt hat, als er gespürt hat, bin ich würdig? Ja, wir alle leiden mehr oder weniger, immer mal wieder, dann wieder vielleicht für längere Zeit nicht mehr mit darunter. Wir sind unvollkommen, wir haben diese Defizite. Bin ich würdig? Nein. Kannst du aus eigener Kraft das Problem des Bösen lösen? Nein. Bist du stärker als die Versuchung, die dich zum Bösen anreizt und dich so lange anreizt, bis du fällst? Nein. Manchmal ja, in gewissen Bereichen ja. Oder musst du vielleicht zuerst büßen für all das, was nicht gut war in deinem Leben? Wäre das ein Weg? Wäre das ein Weg, wenn du quasi aus den roten in die schwarzen Zahlen kommen könntest? Das Böse mit dem Guten aufwiegen, wäre das ein Weg? Mit diesem vollkommenen Gott eine Beziehung eintreten zu können? Wäre das der Weg? Nein. Und wenn wir sagen, Gott sucht dich, dann ist es, weil er den Weg vorbereitet hat. Weil er den Weg geschaffen hat, um in unserer Suche das zu erleben, dass er genau das getan hat. Er, der Gute, ist stärker als das Böse. Er hat unsere Schuld beglichen. Er nimmt uns hinein in diese Würde, die er uns hineingelegt hat, als uns geschaffen hat. Wir sind wertvoll in Gottes Augen. Ganz gleich, wie viel Mist wir gebaut haben, ganz gleich, wie groß dir, wie hoch das Konto der roten Zahlen überzogen ist. Er nimmt uns hinein. Er hat eine Lösung geschaffen. Und das fing an vor 2023 Jahren. Da fing nämlich unsere Zeitrechnung an. Vor Christus, nach Christus. Da hat Gott einen zweiten Menschen, einen zweiten Adam geschickt. Wieder einen Neuanfang möglich gemacht. Er gibt den Menschen eine zweite Chance. Und weil er sieht, dass wir Menschen das nicht schaffen, lässt er es zu, dass sein eigener Sohn, Jesus Christus, Mensch, geheimnisvoll Mensch würde, im Leib einer Frau, gezeugt von Gott selber, damit er, wie wir als Menschen, durch diese schwierige Welt hindurchgehen sollte. Christus, der menschgewordene Sohn Gottes, genauso wie Adam, direkt aus den Händen Gottes. Er kriegt die gleichen Chancen und muss die gleichen Versuchungen und Prüfungen durchgehen wie Adam und Eva. Nein, noch viel, viel schlimmer.
Ich denke, wenn wir Matthäus 4 lesen würden und dann erkennen, wie ein ganz schwieriger Vers sagt dort, Vers 1, Jesus wurde vom Heiligen Geist in die Wüste geführt. Gott hat ihn geführt, damit er dort versucht werden würde, geprüft werden würde. Und das Angebot wieder des Verführers war Macht, Ansehen, Reichtum, Wohlstand, Ehre. Das sind genau die Dinge, mit denen er uns immer wieder hinkriegt. Ja? Und Jesus hat gesagt, nein. In ganz schwierigen Umständen hat er etwa 40 Tage lang gefastet. Er war ganz mit sich alleine, ohne Freunde, ohne Unterstützung, ohne jemanden, mit dem er diesen Kampf alleine durchstehen konnte. Er blieb alleine. Und als er mit 33 Jahren starb, stellen wir uns das mal vor, da war er noch rein. Da hat er diese Grenze nie übertreten. Es gab nie etwas, das zwischen Gott, dem Vater und ihm getreten wäre. Nie. Und dass er verhört und angeklagt und angeschuldigt wurde und der Gouverneur in Jerusalem ihn verhörte, dann trat er vor das Volk und was hat er gesagt? Ich finde keine Schuld an diesem Mann, an diesem Menschen. Schaut mal diesen Menschen an. Welch ein Mensch. Jesus wurde Mensch, gleich wie wir, und hat in keinem Moment, in keiner Weise gegen den vollkommenen Willen seines Vaters gehandelt. In keiner Weise, in keinem Moment. Auch nicht, als er schwach war, als er müde war. Wir lesen von Jesus, er war müde, er war hungrig, er schlief im Sturm in einem Schiff, er muss kaputt gewesen sein, er war durstig, er bat eine Frau um Wasser. Er wurde angefeindet, er wurde enttäuscht, er war Opfer von Manipulation. In keinem Moment hat er die Linie übertreten. Im Gegensatz zu Adam und Eva blieb er auf der richtigen Seite. Und im Gegensatz zu dir und zu mir blieb Jesus auf der richtigen Seite. Und als er da starb, hat Gott wieder unsere Blöße bedeckt. Bei Adam und Eva war es ein Fell eines unschuldigen Tieres. Bei uns, als Jesus gestorben war am Kreuz, konnte Gott sagen, und das schauen wir noch einmal auch hier. Sorry. Okay, fehlt. 2. Korinther 5, 21, wir lesen das zusammen. Konnte Gott sagen, Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden. Also der Reine zahlt für die Unreinen, der Unschuldige zahlt für die Schuldigen, der Gerechte zahlt für die Ungerechten. Und er sagt hier, Paulus, Gott machte ihn zur Sünde, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden könnten. So wie damals das Fell Adam und Eva diente, dass sie Gott gegenübertreten konnten, das von Gott organisierte, in Anführungszeichen, Fell. So hat Gott hier organisiert, dass wir gefunden werden können. Dass wir zu ihm zurück können, dank dem, was Jesus Christus gemacht hat. Es ist auch interessant, als Jesus dort am Kreuz war, beschreiben die Evangelien, dass es um Mittag, eine Mittagszeit, dunkel wurde. Für etwa 3 Stunden, das haben auch andere Geschichtswissenschaftler irgendwie in Historiken gefunden, diesen Hinweis. Es wurde dunkel. Komisch, in der Mittagszeit. Es ist wie wenn Gott das nicht mehr hätte mit anschauen können. Es ist wie wenn Gott einfach dieses große Opfer, das sein Sohn dort brachte für dich und für mich, nicht anschauen konnte, weil er das Leiden und die Not und die Ungerechtigkeit, so eine schlimme Ungerechtigkeit, dass es Paulus als eine Torheit beschreibt, als etwas Unverständliches, Unlogisches, Unwissenschaftliches, konnte es nicht anschauen.
Und dann um 3 Uhr, 15 Uhr ruft Jesus, es ist vollbracht. Und er stirbt. Unter grauenhaften Qualen. Da waren die römischen Truppen, Meister, Menschen zu quälen. Und Jesus schreit dort am Kreuz, mein Gott, wieder dieses Wort Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also Jesus hat einen Moment, ohne dass er schuldig gewesen war, verspürt, was es ist, dort zu leben. Diese Gottverlassenheit. Und diese Gottverlassenheit bei Jesus war noch viel schlimmer als unser Bewusstsein von unserer Unvollkommenheit, von unseren Defiziten. Weil er das ja 33 Jahre nicht gekannt hat. Wir kennen das jeden Tag. Das ist die Liebe Gottes. So wertvoll bist du, sind wir in seinen Augen, dass er das auf sich genommen hat, diese Suche nach uns. Und er hat nicht eine Vermisstmeldung gemacht und dann hat die Polizei sich eingeschaltet oder wer auch immer und dann wurde gesagt, der Vermisste wurde gefunden. Nein, er hat uns so gesucht, dass er selber auch das, was unmöglich war, dass wir zu ihm hätten kommen können, wegnehmen musste. Das hat er gemacht. Und bald werden wir Ostern feiern. An Ostern gedenken wir der Auferstehung Jesu. Mit der Auferstehung Jesu sagt der Vater, es gilt, was du, mein Sohn, gemacht hast. Es ist genug. Wir dürfen uns finden lassen. Preis Gott, den Vater, der bereit war, diesen Preis zu bezahlen, seinen Sohn herzugeben. Preis sei Jesus Christus, dass er bereit war, dorthin zu gehen und immer auf dieser Seite dieser Linie, dieser Grenze zu bleiben. Ja, und Gott bietet dir einen Neubeginn an. Ich bin kein Computerfreak und nicht so PC-affin wie gewisse junge Leute, die schon mit der Muttermilch bekommen. Aber manchmal macht es Sinn, dass man irgendwie ein Reset macht und zurückgeht zu den Werkeinstellungen. Und plötzlich geht etwas wieder. Wir brauchen ein geistliches Reset. Wir müssen zurück zu dem, wozu uns Gott geschaffen hat. Er hat uns geschaffen nach seinem Bilde. Wow! Damit wir Gemeinschaft haben mit ihm. Und deshalb sucht er uns. Und das kann heute Abend möglich werden. Du fragst dich vielleicht, wie das geht. Ich projiziere jetzt hier ein paar Sätze und ich schlage vor, dass wenn du jetzt in deinem Herzen spürst, es ist dran, dieses Reset zu erleben, einen Neubeginn, dann lese diese Sätze jetzt ganz still. Und dann werde ich die laut lesen und wenn du willst, darfst du die in deinem Herzen nachsprechen und wir werden jetzt bald einmal nochmal zwei Lieder hören, die diese Einladung, zu Jesus zu kommen, unterstreichen. Und dann werden ein paar von uns, Joshua und Nathanael und so, auch Samuel, hier drüben in dem Raum sein und wir laden euch ein, wenn ihr diese Sätze jetzt dann als Gebet sprechen werdet, noch zu uns zu kommen und einfach noch ein paar Tipps zu bekommen, wie das ist jetzt nach diesem Reset. Ja, was heißt ein Neubeginn? Was gehört dazu? Was bedeutet es? Und wie könnt ihr die ersten Schritte tun? Ich lese diese Sätze jetzt. Und ich lade dich ein, sie innerlich mitzubeten. Gott, Vater, ja, es stimmt. Ich bin schuldig geworden. Ich habe gesündigt. Es tut mir leid. Bitte vergib mir und schenke auch mir dieses neue Leben, einen neuen Anfang. Ich will ab jetzt mit Jesus und für Jesus leben. Herr Jesus Christus, dein Reich und dein Wille, deine Ehre soll jetzt mein Leben bestimmen. Dazu brauche ich dringend deine Hilfe, deine Kraft, dich.
Danke, dass du mich gesucht hast. Hier bin ich. Ich will von jetzt an dich und meinen Nächsten lieben mit der Liebe, mit der du mich selbst liebst. Ich übergebe dir hiermit mein Leben. Amen.